Ich sag mal, von Würde und von Ist, von dem reden wir jetzt momentan. Dass wir es von dem abweichen, wie wenn es eine andere Geschichte. Einen Gemeinderatsbeschluss zu fassen, ist ja auch dann möglich, wenn ich bereits ein oder zwei Angebote bzw. die öffentliche Ausschreibung hinter mir habe. Es geht darum, dass wir zuerst einmal einen Gemeinderatsbeschluss brauchen, dafür, wenn wir einen Nachtragsvoranschlag erstellen müssen, diesen Nachtragsvoranschlag müssen wir dann beim Land vorstellig machen. Und das Land braucht, wie wir jetzt erfahren haben, mindestens 3 Monate, bis wir dann wissen, was nachher dann der Fall ist, bis wann die Zusage dann vom Land kommt. Und wenn das dann erst im Herbst kommt, dann verzögert sich das natürlich das Ganze. Du hast aber gerade vorher gesagt, wir reden ja schon seit 2 Jahren drüber über den Kreisverkehr. Warum war die Summe dann nicht im Voranschlag? Warum müssen wir einen Nachtragsvoranschlag machen? Weil es nicht klar war, wie es weitergeht. Und die Frau Stromberger hat beim letzten Mal auch ganz eindeutig gesagt, und ich habe es auch gesagt, dass wir nur Vorhaben reinnehmen dürfen in den Rechnungsabschluss und vor allem in den Voranschlag jetzt, die gedeckt sind. Und bedecken kann ich erst dann etwas, wenn ich ein konkretes Vorhaben habe. Und das Vorhaben wird jetzt konkret und aus dem Grund kann ich es erst jetzt da reinnehmen. Und das mit dem Nachtragsvoranschlag ist ja kein Thema. Aber die Summen sind jetzt auch nicht klar noch. Ich erkenne jetzt die Konkretisierung nicht. Ich erkenne jetzt die Konkretisierung nicht. Wir hätten im Dezember die gleichen Schätzungen anstellen können, wie du sie jetzt gerade anstellst. Nein, hätten wir nicht anstellen können, weil nicht klar war, ob überhaupt der Spar, die Firma Spar mit einsteigt in das Ganze. Weil es war immer ein Hin und Her, nachdem es dort einen Wechsel gegeben hat, Führungsebene, wo der Herr Schmuck nach Ungarn gegangen ist und der Herr Holzer gekommen ist, hat es da eben andere Präferenzen gegeben und unterschiedliche Auffassungen waren. Und das offizielle Ja zum Kreisverkehr ist jetzt seitens der Spar gekommen. Und ich sage einmal, es wäre sehr bedenklich, wenn sich die Gemeinde jetzt eine Idee aussprechen würde, weil die ÖVP hat das ja schon vor 15 Jahren gemacht, dass sie den Kreisverkehr zu fahren gebracht hatte. Da hätte nämlich alles noch das Land bezahlt diesbezüglich. Diesmal müssen wir selber in die Folgen greifen. Und so gesehen verstehe ich eure Position nicht ganz, warum sie euch dagegen verwehrt, dass wir uns jetzt für diesen Kreisverkehr aussprechen, wo wir ja sowieso schon vor 2 Jahren den Beschluss gefasst haben, diesbezüglich. Wie kommst du dazu, dass ihr irgendjemand verwehrt? Wie hast du das interpretiert? Das würde mich jetzt interessieren nochmal. Das stimmt überhaupt, da passt ja. Darf ich kurz was sagen, weil da von der Vergangenheit geredet wird daraus, es hat da ein komplettes Verkehrskonzept unter Kurt Sommer damals gegeben, was gestanden ist, die Förderung und dass alles die Mittel alles zur Verfügung gestellt worden ist. Und dass noch ein Bürgermeisterwechsel erfolgt ist und dass das noch zu Fall gekommen ist, ist nicht von seitens der ÖVP, sondern von einer anderen Partei ausgegangen. Die Geschichte wird so und so interpretiert, aber es ist unabhängig. Wir sind in der Geschichte da. Wir leben in der Gegenwart, also wir wollen jetzt die Zukunft von die Koch bestimmen und da geht es darum, wollen wir jetzt den Kreisverkehr oder wollen wir nicht. Wenn man will, dann müssen wir sagen, dass wir einen Damen aufnehmen möchten. Dazu gibt es auch Angebote, die eingeholt worden sind, zwischenzeitlich auch schon, damit das alles noch schneller vonstatten gehen kann. Bitte, Andreas. Also ich möchte dich fragen, wofür ist jetzt der Gemeinderat da, um über Sachen zu reden, zu diskutieren, oder sind wir nur da zum Sitzen und zum Abstimmen? Der Gemeinderat ist dafür da, um Anträge abzustimmen. Zu diskutieren sicherlich ist es nicht der Fall, weil dafür gibt es die Ausschüsse zum einen und zum anderen gibt es die Fraktionssitzungen, wo ihr in dem Vorfall darüber Gedanken machen sollt, welche Themen, dass ihr zum Wohle der Bevölkerung noch dann bringen möchtet. Und das soll noch dann in den eigenen Fraktionen diskutiert werden. Und wenn ihr noch dann Informationen habt, dann geht es den anderen Fraktionen weiter, dass wir noch dann auch darüber reden können. Aber die Zeit dafür ist nicht da, jetzt so darüber zu diskutieren und jetzt da zu sagen, ja, vielleicht machen wir so oder so, sondern die Meinungsbildung findet nicht da herinnen jetzt so statt, sondern in der Fraktion selber drinnen statt, bitte, wo ihr eure Meinung findet, wir uns eine Meinung finden und dann gemeinsam zusammenkommen und nachher dann eine Abstimmung herbeiführen. Das ist es im Wesentlichen. Aber die Grundsatzdiskussion kann da herinnen sicherlich nicht geführt werden. Diesel bin jetzt wieder verwirrt, der Zickzackkurs zwischen Vizebürgermeister und Bürgermeister. Ich kann mich noch erinnern, voriges Jahr im Herbst, vor Hochwasserschutz, wie der
die Grünen eingeladen wurde, eine Vorbesprechung oder wie das Ganze eben ausschaut, und hin und her wurde eine Versammlung einberufen und da hat es geheißen, dort wird nicht diskutiert, diskutiert wird im Gemeinderat. Jetzt hast du dort, nein, jetzt im Gemeinderat wird dort diskutiert, das also hat man vorher... Nicht. Genau, das ist da, wo der BRT aufgerissen ist, oder? Wo er ja eingeladen hat. Da war der Fang gestürzt, ist noch bei Kommen. Ja, kurz aus. Vizebürgermeister, wo du zu spät gekommen bist. Da ist es, das ist korrekt, ja. Ja. Mit Entschuldigung und Ersatz. Ja, sogar, wo du das aufgefüllt hast, weiß ich nicht. Ich muss schauen, aber was du fürst. Nein, mir geht es jetzt nicht darum, wer jetzt gegangen ist, wer gekommen ist. Nein, ich habe jetzt diese Sitzung wurde ja nicht als Diskussionsrunde einberufen, falls du dich da, also da warst du nicht dabei, da war der Vizebürgermeister Helmreich dabei, gell, der zweite. Der einzige, wo der Antrag nicht diskutieren, da allgemein hat sich jetzt nicht geht. Wo der liebe Kollege uns gebeten hat, dass er uns vorstellen darf für seine ganzen Anliegen, oder? War das nicht so? Und das war nicht eine Diskussion. Das war keine Diskussionsveranstaltung. Okay, jetzt diskutieren wir schon wieder in der Vergangenheit. Ich hätte jetzt eine konkrete Frage zu diesem Tagesordnungspunkt an den Bürgermeister. Du hast jetzt vorher gesagt, das war im Herbst im Voranschlag nicht, beziehungsweise im Dezember, das ist jetzt noch nicht so lange her, nicht möglich, das hineinzunehmen, weil es einen Wechsel bei der Spar gegeben hat. Jetzt ist für mich die Frage rein verständnismäßig, der einzige Unterschied wäre jetzt die Kostenbeteiligung von Spar gewesen, die nicht klar war. Die ungefähre Summe, wie sie dasteht, wäre aber auch damals schon die gleiche gewesen. Also für mich ist noch immer die Frage nicht beantwortet, warum haben wir es im Vorschlag nicht hineinbekommen? Hätten wir es dann vielleicht nicht bewilligt bekommen und müssen deswegen diesen Bilanztrick anwenden? Oder wie ist da deine... Also ich meine, deine Untersteuerungen, deine Infamen, die kannst du auslassen. Weil immer wieder, verstehst du, diese Sachen, Bilanztricksereien oder Sachen, das ist einfach eine infame Art und Weise. Ich meine, die da reden nichts von zu tun. Und du mit deinem hämischen Lauten, Andreas, du kannst dich auch zurückhalten. Weißt du, das hat doch eine Million nichts zu tun. Das ist eine infame Unterstellung. Ich habe eine infame Unterstellung. Das ist respektlos bis zum Gegner. Ja, aber das ist aber deine Sichtweise, dass du das so gezeigt hast, dass Andreas hämisch lauten. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Es ist ganz einfach, wir setzen den Tagesordnungspunkt heute auf und damit hat sich die Sache und gehen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und ich nehme zur Kenntnis, dass die Oppositionsparteien nicht gewillt sind, den Kreisverkehr in Wiebach zu installieren. Ganz einfach. Gut, Du bist der Bürgermeister und Verhandlungsleiter. Für mich ist die Frage jetzt noch immer, wieso kommt es, und das ist ja im Vorstand dasselbe, wir haben noch nie bei irgendeiner Abstimmung, wo es um Geld gegangen ist, im Vorfeld die klaren Fakten, wie ein Angebot, wie man sonst in jeder Firma macht, weil du kannst ja so gut wirtschaften, wir haben noch nie über ein konkretes Angebot abgestimmt, sondern du genannt wir, immer sind wir dazu genötigt, über etwas abzustimmen, wo dann im Nachhinein nicht klar ist, was wird es wirklich kosten. Und das ist jedes Mal so. Es wäre auch einmal schön, eine fixfertige Aufstellung der Kosten zu bekommen in Form eines Angebots, wie es ist, also wie du ein Haus baust, wenn ich ein Haus baue, habe ich vorher ein Angebot und wenn das Angebot stimmt, dann zahle ich das, das kann aber maximal billiger werden und nicht teurer. Und da variieren wir mit Summen herum, keiner weiß, um was es geht. Bitte, eine Frage noch. In Kostenschätzung, der Spar zahlt 240.000 Euro dazu und wenn jetzt die Kosten höher wären, zahlt er mehr dazu oder ist das der Betrag, was er sehr wichtig das zahlt er nicht dazu. Das wird man unser Kostenanteil und das müsste eben im Vertrag nachher dann klar fixiert werden, wer welchen Kostenanteil nachher dann braucht.
Also wenn Sie die Kosten erhöhen, dann kommt der nicht mit. Ja, legt das eigentlich fest in der Gemeinderatssitzung über ein Thema, über das eigentlich abgestimmt werden soll und über das man beschlussfassen soll, diskutiert werden darf oder nicht? Gibt es da irgendeinen, wenn ich an den Herrn Magister Marat eine Frage stellen darf, gibt es da irgendeinen Paragraph in der Gemeindeordnung, der das besagt? Oder? Ja, grundsätzlich sind einmal die Unterlagen zur Tagesordnung da. Das Ganze fängt ja da schon an, dass der Gemeinderat die Möglichkeit hat, in die Unterlagen Einsicht zu nehmen. Sind die Unterlagen natürlich ausreichend vorhanden, wird sich die Diskussion im geringeren Ausmaß getragen, dann weniger so umdrehen, dann werden die Fragen auftreten, die beantwortet werden müssen. Der direkte Grenzsatz oder Zeitlimit oder Verbot oder irgendwas ist nicht ganz global gesprochen. Wenn Teil der Unterlagen nicht da war, dann ist dann zum Beispiel alles bei der Frau. Aber es ist auch nicht schwierig. Ja, nein, dann kann ja wohl keiner stehen. Also, Buch hast du immer stehen. Ja, das ist auch die Null, wenn das vergessen. Der Plan wäre eigentlich auch nochmal interessant, weil wir stimmen jetzt über noch einmal einen Plan nicht gesehen, ob zum Beispiel der alte Baum das bei ist der Volksschule. Das ist ein Entwurfsplan. Das heißt, wir stimmen jetzt über die Kosten ab, dass wir es zahlen, aber dann haben wir nie mehr zum Abstimmen, wie der Kreisverkehr wirklich errichtet wird, oder? Die Detailplanung, muss erst beauftragt werden. Und die kann natürlich erst beauftragt werden, wenn auch ein Budget vorhanden ist. Und wenn wir das Budget nicht beschließen, können wir auch keine Detailplanung. Es gibt ja einen Grundsatzbeschluss, dass man grundsätzlich den Kreisverkehr bauen, bitte, den gibt es. Aber wir haben kein Budget. Ja, das brauchen wir nicht. Das war ein Fehler. Es gibt ja einen Grundsatzbeschluss. Wir haben im Hochwasser auch als Grundsatzbeschluss gemacht. Was haben wir für ein Budget gegeben? Zum Vorschlag. Nein, entschuldige, das ist genau wenn du das beauftragst, dann brauchst du einen Vorschlag. Da steht drinnen 10.000 Euro oder was auch immer. Und dieses Geld wird dafür verwendet. Ohne den geht es nicht. Ich gehe davon aus, dass du ja, ganz genau weißt, was ich meine. Ich sage nichts mehr dazu. Wir stimmen jetzt nur über das Geld ab und wissen überhaupt nicht, um was es dann geht. Wir haben alle anderen Buchstaben. Es geht um den Bau des Kreises. Ja, und den Kostenanteil. Da hängen ganz viele Sachen dran. Wir wissen Punkt A noch nicht. Wie wird er ausgeführt? Wie sind die Schleppkurven? Welche LKW-Länge wird künftig dort um und um kommen? Welche nicht? Wie wird in der Bauphase der Verkehr geregelt? Das sind alles Dinge, die klären eigentlich, bevor man so ein Bauprojekt angeht, klar lange. Im Vorfeld fallen aber auch Kosten an, um genau diese Zahlen klären zu können. Deswegen hast du ja einen Grundsatzbeschluss für den Kreisverkehr. Das heißt, du hast im Herbst schon gewusst, dass du das in den Vorschlag hineinreichen kannst. Ein Grundsatzbeschluss genau ohne finanzielle Mittel hat keine Wirkung. Das ist nur ein Bekenntnis dafür, dass wir uns dafür aussprechen. Das ist ja positiv. Aber wenn es dann ums Konkrete geht, dass man die Maßnahmen setzt, braucht man auch Geld. Und damit, das wisst ihr genauso, wenn wir jetzt jemanden beauftragen und vorschlagen, dann fragt sie, okay, wo ist das an der Vorschlagstelle? Und dann muss ich sagen, wir haben keine. Und deshalb müssten wir ja eine Vorschlagstelle schaffen, damit wir das haben. Ich frage jetzt bitte eine Frage an den Amtsleiter wieder rechtlicher Natur. Hätte für den Voranschlag im Dezember ausgereicht die Auflistung, die wir da haben, zur Darlehensaufnahme, damit man sie hineinnehmen hätte können? Als diese immer vom Herrn Bürgermeister zitierte Bedeckung. Wenn man es gewusst hätte. Nein, Moment. Hätte das ausgereicht, was da oben steht, dieses minimale Auflistung von 3 Spalten, von 4 Angeboten von der Bank, hätte das gereicht, ja oder nein? Zum damaligen Zeitpunkt war das noch nicht so klar. Das sind die letzten Zahlen im Prinzip, die ich gekriegt habe und neu aufgesetzt habe, diese Bewertung von den Darlehen da in einem Projekt. Ich kann nur dann Zahlen darauf gehen, wenn wir wissen, einigermaßen konkret, damit wir klar noch dann ins Budget noch dann reingehen können. Das ist nur dann möglich, wenn einmal eine gute Schätzung abgegeben wird und die ist gemacht dann gemeinsam mit dem Planungsschnur Frisch. Und mit unserem Bauamtsleiter, der gesagt hat, okay, mit dieser Größenordnung in etwa ist damit zu rechnen. Wenn es günstiger wird, ist es gut. Und falls es teurer werden sollte, muss ja der Gemeinderat sich sowieso nochmal darüber befinden. Dann aber wieso kann man jetzt mit der Detailplanung ausspielen, mit der Finanzierung der Detailplanung und dann so diese Planung besorgen und dann
immer über etwas, was man nicht weiß, wissen. Sonst sagen wir ja, das ist, es ist einfach ein bisschen Zeit, und ein bisschen Spaß hat jetzt das Geld zur Verfügung. Das heißt, sie haben einfach immer einen Jahresplan, in dem sie das Geld haben. Das wird aber nicht ins nächste Jahr mitgenommen. Nachdem also ein Bauvorhaben mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr braucht, bis das jetzt von den Baubewilligungen her beim Land mit den ganzen Maßnahmen durchgezogen ist, dass man mal die Bauarbeiten überhaupt durchführen darf, kann es durchaus schon möglich sein, dass wir im Geschäftsjahr von der Spar schon im nächsten Jahr drinnen sind und die uns nachher dann das Geld streichen, was sie heuer dafür aber zur Verfügung haben, noch, dass wir das nicht umsetzen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einmal beschließen, dass wir weiterkommen können. Den Vertrag, der sollte jetzt im nächsten Monat umgesetzt werden, da muss in einer Gemeinderatssitzung stattfinden, wo der Antragsvorschlag dann beschlossen wird. Aber damit jetzt überhaupt einmal Detailplanung in Auftrag geben kann, brauche ich jetzt einmal ein Bovard. Und um dieses Bovard jetzt nicht stückelweise zu machen, zu sagen, jetzt brauche ich 20.000 Euro, und dann extra wieder einen Kredit nachher dann aufzunehmen und dann wieder das ganze Prozedere zu machen und nachher danach macht man das einfach in seiner Gesamtheit. Und ja, das ist nicht so wertvoll. Dann stelle ich genau, jetzt was du formuliert hast, genau diesen Zusatzantrag, dass du jetzt mit dem Bovard für die Detailplanung in der Höhe, wie du es gerade geschätzt hast, von 20.000 Euro ausgestattet wirst, über die Daten.